meine Damen und Herren, kommt der Sportsfreund, der seit 869 Minuten ohne Witz ist, Harald Schmidt. Hello, gentlemen. Meine Damen und Herren, The Voice. Lass diesen Orkan zu Ende gehen. Meine Damen und Herren, gestern Abend 4:0 im Westfalenstadion, Deutschland gegen Armenien. War es dein persönlicher Rekord überhaupt, was die Zuschauerzahl angeht? Oder bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 gab es schon mal ein paar mehr. Ja. Deutschland gegen Holland zum Beispiel, das Achtelfinale und dann später auch. Aber gestern Abend 16 Millionen, ja. Und ich selber habe reingeschaltet und sage, was ist das? Was ist denn passiert? Ich finde die Stimme wahnsinnig sexy, aber es ist zu viel nachts am Telefon, oder woher kommt das, diese Stimme? Sag mal, darf ich noch 10 Sekunden um Geduld bitten und als Denkpause? Friedrich Nowotny soll früher den Helmut Kohl interviewt haben, indem er so ein kleines Bänkchen hatte. Ja. Können wir das hier mit der Stufe machen? Aber willst du dich da draufstellen? Ja. Gerne. Ja. 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 Willst du hier einhaken? So wegen des zur Herstellung des gleichen Niveaus. Ist so besser für die Kamera. So, ja. Ne? So ist so fairer. Also. Ja, das ist wirklich auch ordentlich. Jetzt gucken wir uns ins Auge. Ja, schön. Wie ist das denn passiert? Also am Dienstag war gar nicht. War am Dienstag noch bei Borussia Dortmund. Da kam der Ottmar Hitzfeld, sagte, Mensch, ich bin erkältet. Und ich sagte noch, ich seit einem Jahr nicht mehr, habe so ein homöopathisches Mittel. Das hat mir übrigens mal der Max Schautzer empfohlen. In diesem Herbst habe ich es leider nicht genommen. Mhm. Und am Mittwoch fuhr ich nach Dortmund und plötzlich merkte ich Husten, schmerzhaft. War noch im Trainingslager, da hat mir der Professor Kindermann noch Halsschmerztabletten gegeben. Ich dachte an nichts Böses, erkältet bist du mal. Und das wurde dann, je näher das Spiel kam, immer schlimmer. Und viele Leute haben das nicht erkannt. Meine eigene Mutter, 87, aber noch sehr gut hörend, hat mich zweimal angerufen und auf Band gesprochen. Sag mal, ich denke, du kommentierst das Länderspiel. Ja. Ist was passiert? Aber jetzt ist natürlich das Problem, ihr seid bei der ARD nur zu zweit. Ja. Das heißt, du konntest ja gar nicht absagen. Hättest denn irgendwie... Ja, also zur Not sitzt der Wilfried Luchtenberg neben mir und hätte auch der Gerd Delling, aber der sollte ja unten die Interviews und die Moderation machen. Wir haben das auch nicht als so schlimm empfunden. Ich habe erst in der Halbzeit gehört, ja, Leute verstehen dich nicht. Heute habe ich den ganzen Tag, ich weiß nicht, 100 Anrufe neu entgegengenommen. Heraus kam etwas anderes. Die, ich sage, haben Sie mich denn nicht verstanden? Hab natürlich nicht gehört, welche Kirsten gesagt habe, oder Klinsmann. Ja. Doch, aber wir haben nicht gewusst, wer das ist. Die Leute haben, wir haben nicht gewusst, wer das ist. Und Fernsehen ist ein Gewohnheitsinstrument und die Leute wollen wissen, wer das ist. Das hat sie, glaube ich, am meisten irritiert. Eben euer Fahrer, der mich herbrachte, sagte, kann ich gut verstehen. Wenn ich einen Robert De Niro Film sehe und das ist ein neuer Synchronsprecher, gefällt mir der Film nicht mehr. Absolut. Und es geht bei dir jetzt, glaube ich, in Richtung Pate. Na, Galasaitz. So ist es. Also, oh, das habe ich vergessen. Ja. Ich finde es wunderbar, dass du das für uns ein bisschen aufgeklärt hast. Vorsicht mit der Stimme. Ja. Es kann leicht chronisch werden. Ja? Also sage ich Tschüss allerseits und viel Spaß. Heribert The Voice Fassbender. Das ist sehr heikel. Knötchen auf den Stimmbändern. Meine Damen und Herren, 4:0 gegen unseren Angstgegner Armenien gestern Abend. 6 Tore von Jürgen Klinsmann. 2 Tore. Und diese Freude, der Bann, der wo gebrochen ist. Ich habe es heute in der Situation. Wir sind im Grunde, meine Damen und Herren, und das hat nichts mit Paralympics zu tun, wir sind mit einem Bein in Frankreich. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch, oder? Und ich habe in Düsseldorf, ich meine, Armenien ist ein Top-Gegner gewesen. Ich habe noch in Düsseldorf kurz vor Spielbeginn gehört, hör mal, die müssen wir doch schlagen. Die kicken doch zu Hause mit dem Hammelkopf. Völkerverständigung. Heribert Fassbender, ich dachte erst, es ist Marcel Reif nach dem 12. Bitburger. Aber es klang sehr sexy.
Oder selbst Namen wie Kirsten oder so hatten plötzlich irgendwie so, ich habe mir gehört, Kmetsch, Tarnet und habe gedacht, irgendwo müssen die doch auch mal das deutsche Spiel zeigen. Kmetsch, Tarnat und Jürgen Klinsmann, 2 Tore. Und es gibt Zeugen, die haben gesagt, sie haben gesehen, wie Berti Vogts nach jedem Tor dem armenischen Torwart 20 Mark und ein paar bunte Perlen. Wie heißt diese Show, die man vor allem wegen ihrer Dialoge anguckt? Baywatch. Liebe Baywatch-Fans, und wer wäre kein Baywatch-Fan? Baywatch dreht demnächst neue Folgen in Alaska. Die 200. Folge dieser super erfolgreichen, weltweit erfolgreichen Serie soll in Alaska gedreht werden. Und ich habe mich sehr gewundert, weil ich dachte, Silikon wird bei minus 10 Grad spröde. Oder haben die Mäntel an? Baywatch in Alaska. Titel der Folge, glaube ich, Gruppensex in Halifax. Für Sat 1 zu Bieder, dort heißt es, glaube ich, splitternackt auf den Pinguin gestoßen. Und die Dreharbeiten laufen. Hinterher stellt sich dann irgendwie, glaube ich, doch mit Pamela Anderson das ganze Team die Frage, tja, Kinder, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Gruppensex in Halifax. Liebe Zuschauer in Schweden, ich weiß, dass wir dort unglaublich viele Regalbesitzer haben, die uns jeden Abend sozusagen von ihren dreibeinigen Polstermöbel aus zuschauen. Und heute habe ich eine sensationelle, eine großartige Meldung aus Schweden für Sie. Und zwar, stellen Sie sich vor, schwedische Eltern, die haben ein kleines Kind. Ja? Und dieses Kind sollte einen Namen haben. Dieser Name wäre eine Kombination gewesen aus 46 Buchstaben und verschiedenen Zahlen und Zeichen. Also irgendwie plus, minus, das hätte der Name sein sollen. Ja? Und der schwedische Standesbeamte hat gesagt, nee, das geht nicht. Ja. Und dann sollte das Kind A heißen. Einfach A oder Ö, wie das ja in Schweden ausgesprochen wird. Ging auch nicht, jetzt heißt das Kind vorübergehend. Es ist noch nicht entschieden, das schwedische Kind heißt Tarzanboy. Eigentlich ein süßer Name, so wie Kevin. Oder Jessica. Tarzanboy. A ist auch nicht gut für ein Kind. Oder wenn Mutti zum Essen ruft, ja. Ah, komm! Ah! Ah! Ah, komm doch! Ah! Ich hieß ja früher auch anders. Ich hieß früher übrigens auch anders. Bevor ich zum Fernsehen kam, hieß ich Ey. Ja. Ja. Ey, mach mal Platz da. Ey, das Wasser ist für Karell. Pfoten weg. Ja. Hey, komm mal her! Und dann habe ich mich umbenannt. Ich meine, es ist ja immer die Frage, wissen Sie, so mal irgendwie so, die Kombination Vorname und Familienname, das ist ja doch, dass da ein gewisser Rhythmus da ist. Jessica Bäuerle oder so, das klingt irgendwie gut. Das passt, ja. Oder Kevin Würzler. Mein Lieblingsname ist ja Roy Präger. VfL Wolfsburg. Roy Präger. Roy Präger. Aber wenn das Kind A heißt, wie heißt die Familie? Partheit? Namen, Partheit. Ja. Ach, Herr Partheit, ist das Ihr Sohn? Ja. Ach, wie heißt er denn? A. Nee, so ein Zufall meiner auch. Und wie heißt Sie? Trappe. Frau Partheit und Herr Trappe mit den Kindern A. Ja. Oder stell dir vor, die Familie heißt Mock. Was mir gefallen würde, wäre Familie Möbe. Und der kleine A. Ja. Wie heißt du? A. Möbe. Ich meine, in Schweden ist es irgendwie schwierig mit den Namen für die Kinder, oder? Die meisten Namen sind ja weg für Regale, Handtücher und Tischdecken und so. Ja.
Und ich finde sie einfach. Es gibt in Schweden nur 4 offiziell zugelassene Vornamen. Die heißt Agneta, Annafrid, Björn und Benny. Aber, Sie wissen, Waterloo, das waren noch Zeiten, oder? Und man wusste nie, wer ist jetzt wer von den 4. Immer die gleichen Schuhe, immer die gleichen Haare. Das waren die großen Zeiten, nicht? Wer erinnert sich nicht an Namen wie zum Beispiel Butros Butros Ghali? Das ist irgendeine der ehemalige ägyptische UN-Generalsekretär Butros Butros Ghali. Und haben Sie da mal gewusst, was der Vorname, was der Familienname und was einfach nochmal so eingefügt ist? Butros Butros Ghali. Hallo, Herr Butros Butros Ghali. Your fan from Sweden, Amöbe. Hallo, Ghali. Wie heißen noch mal diese Ärzte, die wegen Vögeln ins Haus kommen? Tierärzte. Ja, Tierärzte. Folgendes, liebe Tierfreunde, Sie wissen, ich selber habe 2 kleine Hunde, eine Katze und einen Hamster. Und ich habe mich auch schon manchmal gewundert, wenn der Tierarzt mir die Rechnung schreibt, es ist ein bisschen undeutlich, wofür er jetzt diese Rechnung ausgestellt hat. Und die Krankenkassen wollen, dass in Zukunft die Tierarztrechnungen so ausgestellt sind, dass man genau weiß, finale Spritzchen oder, ja, oder irgendwie, also für das Tier oder für das Herrchen, je nachdem. Ja, das muss einfach deutlicher auf dem Rezept werden. Und oft wäre es doch am besten, der Tierarzt schreibt einfach als Rezept, die Töle ist überfüttert. Was ja manchmal in Einzelfällen. Möchten Sie eigentlich mal meinen Lieblingstierarztwitz hören? Ja? Kommt ein Chinese zum Tierarzt und sagt, hallo Herr Doktor, ich glaube, mein Hund ist krank. Sagt der Doktor, wieso? Der schmeckt so komisch. Mit einem Bein in Frankreich. Heute Abend wundervolle Gäste. Eine junge Kollegin, die zurzeit unglaublich im Filmgeschäft ist. Heike Makatsch bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Und die Kultfigur des Kölner Theaterwesens und des humoristischen Films mit der ganz besonderen Note, Walli Bockmeier bei uns zu Gast heute Abend. Ich sage ja zu deutschem Wasser, an dieser Stelle mehr denn je. Ich habe übrigens eine neue Lieblingssendung entdeckt, meine Damen und Herren, in meinem Lieblingssender Südwest 3, die heißt, was die Großmutter noch wusste. Haben Sie das mal gesehen? Mit Werner O. Feist, ein kleiner Badenser, 1,10 Meter groß, 140 Kilo schwer. Und Katrin Rüeg aus der Schweiz. Und die beiden kochen immer. Und jedes Kochrezept beginnt mit dem Satz, so, dazu brauchen wir erstmal einen Eimer Butter. Das ist so toll. Das soll Sie mal schicken lassen an den Südwestfunk. Bitte schicken Sie mir alle Sendungen von Was die Großmutter noch wusste. Und wenn Sie es interessiert, kann ich Ihnen jeden Abend da neue Rezepte erzählen. Das ist, neulich haben Sie gekocht Spanisch Brötli. Da braucht man, glaube ich, 20 Kilo Butter, eine Tonne Zucker und dann wird das Ganze eine Woche gewalzt, ein halbes Jahr in den Kühlschrank gestellt, schmeckt aber gut. Was die Großmutter noch wusste. Sie wissen, ich bin ein Mensch, der hat eine Schwäche für diese gute alte Zeit und heute Morgen fiel mir ein, Mensch, heute ist ein Jubiläum. Auf den Tag genau 5 Jahre ist es her, dass mein großartiger Chauffeur Özgür bei mir angeheuert hat. Ja.
Özgür. Habe sehr genau ausgewählt und dann habe ich gesagt, dieser Mann, das ist ein Mann, dem kann ich vertrauen. Und seit diesem Tag ist Özgür jeden Tag bei mir gewesen und ich bekomme so viel Faxe, ich bekomme so viel Post. Und alle schreiben mir, Özgür, dieser großartige, hinreißende, attraktive Frauentyp, was hat er eigentlich für eine Geschichte? Woher kommt er? Hat er eine Ausbildung? Und wenn nein, warum nicht? Und ich möchte Ihnen das heute einmal vorstellen, die Geschichte und die Herkunft meines großartigen Chauffeurs Özgür. Harald Schmidts treuer Fahrer Özgür hat seiner Familie viel zu verdanken. Sein Vater Nix für Ungut betreibt einen Döner-Reparaturdienst in Istanbul. Seine Mutter Manikür ist Aufseherin auf einer Knoblauchplantage in Gülle, einem kleinen Dorf zwischen Hülle und Fülle in der Nähe von Ankara. Özgürs Lieblingsbruder Günner geht dort mit einer Gebrauchtschnäuzerfalscherei pleite und wird Fahrer. Seine Schwester Ische will Schlangenbeschwörerin werden, wird aber von dieser Blindschleiche fies gebissen und wird daraufhin Fahrerin. Das ist Özgürs Onkel Ahmet. Der gelernte Pilot für fliegende Teppiche muss nach einer Bruchlandung mit diesem maroden Perser umsatteln und wird Fahrer. Seine Cousins Yusuf, Yusuf, Yusuf und Yusuf sind von Beruf Fahrer. Klar, dass Özgür Fahrer wird. Er überspringt die Grundschule und kommt direkt auf die Fahrschule, wo er 4 Ehrenrunden dreht. Seine Leistungen im Lichthupen und Kotflügeln sind hervorragend. Ansonsten fällt er überall durch und lässt sich zum Radrennfahrer umschulen. Prompt gewinnt er 8-mal in Folge die Tour de France und bekommt zur Belohnung einen Führerschein. Auch privat findet er schnell sein Glück. Das stadtbekannte Teufelsweib Suleika, das die Männer bis aufs Blut peinigt und hintergeht, interessiert sich Gott sei Dank nicht die Bohne für Özgür. Stattdessen trifft er die liebliche Yüksel und heiratet sie vom Fleck weg mehrmals. Özgür wird zum Superstar. Die Zeitschrift Mütze wählte ihn schon zum 2. Mal zum Mützenmann des Monats. Seine Fanclubs treffen sich regelmäßig, um ihn zu feiern, und seine ganze Familie ist unglaublich stolz. Immer wieder sagt seine Oma, Günelü, Oktan, Galatasaray, Eskada, Eskada, was immer das heißen soll. Und ich möchte Ihnen heute an diesem Jubiläumstag entsprechend feiern und habe eine kleine Überraschung für Ihnen. Bitte begrüßen Sie meinen Fahrer Özgür. Hallo Özgür. Hallo Chefe. Ja. Özgür. War das okay, wie die jungen Damen dich getragen haben? Ja, sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Ja. Ich sag dir mal, toll, dass du 5 Jahre bei mir bist und immer bescheiden geblieben. Nie größenwahnsinnig, nie durchgeknallt. Tolle Sache. Und ich möchte als kleines Dankeschön statt Geld dir etwas bieten, was dir sehr gut gefallen wird und von dem ich weiß, dass du es oft dir anschaust, auf Kassetten oder wenn du essen gehst. Für dich, eine großartige Künstlerin, meine Damen und Herren, unsere offizielle Bauchtänzerin. Das war Baha, unsere Bauchtänzerin. Dankeschön. Özgür. Sehr schön. Wir fahren nachher wieder zügig nach Hause. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Entschuldige, dass du vorübergehend nicht im Bild sein konntest, während sie getanzt hat. Aber wir haben das alles für dich aufgezeichnet. Und ihr Holden, tragt ihn wieder von dannen. Mein Chauffeur Özgür, meine Damen und Herren. Ja. Sie haben das jetzt gesehen und Sie werden sagen, Donnerwetter, da möchte man doch Fahrer sein, wenn man so verwöhnt wird als Mitarbeiter. Lassen Sie sich nicht täuschen, es geht hinter unseren Kulissen, ich habe es mehrfach betont, anders zu. Schauen Sie bitte zu, wie. Der Kapitol-Clan. Harald Schmidt als Harald Schmidt. Helmut Zerlett als Helmut Zerlett.
Özgür als Özgür. Frau Asenbaum als Waltraud Schmidt. Maria Mercedes Meralda de Santiago Escordial als Inge. Und Jörg Rabosch als Produzent. Harald Schmidt, der sympathische Weltstar, hat wieder mal Schwein gehabt. Er hat nicht nur die unaufhörlichen Sexattacken der nymphomanischen Uschi Glas überstanden, sondern auch verschiedene Anschläge des perfiden Orgelmonsters Helmut Zerlett. Doch der fiese Krachmacher gibt nicht auf. So, das kommt dahin und das schließe ich hier an. Mit dieser Maschine werde ich den Schmidt in die Luft gehen lassen. Ich werde ihn in 20.000 Einzelteile zerlegen. Dann ist er zum ersten Mal kleiner als ich. Dann werde ich die ganze Sache dem Karel in die Schuhe schieben. So, jetzt muss ich nur noch den Pluspol anschließen. Oder was ist der Minuspol? Naja, egal. So, es sind da schon eine Menge Genesungswünsche gekommen. Ein Herr Westernhagen schreibt, Kopf hoch, Hartmut, mit zwei gelähmten Armen kannst du immer noch für Grönemeyer spielen. Sonst alles sexy, dein Marius. Und hier haben wir noch was, der Verband der Zwergwüchsigen. Du warst immer einer unserer Größten, aber wir kriegen noch den Monatsbeitrag für Mai, Juni und Juli. Denk mal dran. Sonst ist nichts gekommen. Herein. Na, Helmut, wie ist es denn? Ah, folgendes, Herr Pfarrer. Das hier ist unser Herr Lee. Er hat sich in den Kopf gesetzt, unsere Pamela zu heiraten. Kann ich verstehen. Das ist ja ein richtiges Geschoss. Aber Herr Pfarrer, ich will ja nicht heiraten. Nehmen Sie das mal gleich in Ihr Protokoll auf. Pam freut sich. Sie kann es nur nicht immer so zeigen. So, jetzt mal zackig. Wir wollen Helmut ja nicht überanstrengen. Was, Helmut? Wir haben uns hier versammelt, weil heute zwei junge Menschen in den heiligen Stand der Ehe treten werden. Die Ehe ist ein Sakrament, das man niemals... Ich habe gleich noch eine Show zu machen, also bitte mal langsam fertig werden. So frage ich Sie, Herr Lee, wollen Sie die hier anwesende Pamela lieben und ehren, in guten und in schlechten Tagen, bis das der Tod euch scheide, so antwortet mit Ja. Konfuzius sagt, Jo! Und ich frage dich, Pam. Und ich frage dich, sind die Dinger echt? Na ja, klar, im Prinzip schon, aber hier und hier und hier habe ich ein bisschen nachgeholfen. Da, hier kann man noch die Narbe sehen. So, war's das? Prima, Glückwunsch an alle und Abmarsch. Helmut, mach bitte keine Gedanken, wir kommen glänzend ohne dich zurecht. Sagen Sie mal, Frau Pamela, das ist ja alles hochinteressant. Darüber müssten wir mal näher reden. Sie haben aber nette Freunde, Herr Zerlett. Ich kann Sie nicht verstehen. Müssen Sie wieder auf Klo? Aber diesmal sagen Sie rechtzeitig Bescheid, damit wir nicht wieder die Rollstuhl versauen, nicht wahr? Sonst wird die Schwester sehr, sehr böse und das wollen wir ja nicht. Na, zeigen Sie mal. Warum wirft sich ein geiler Typ wie Herr Lee an so eine x-beliebige Frau wie Pamela einfach weg? Bleibt Helmut stumm? Bleibt Helmut doof? Wird ihm die sadistische Pflegerin demnächst so richtig den Arsch aufreißen? Und ist Harald Schmidt dann neidisch? Antworten im nächsten Kapitolplan. Mein nächster Gast wird hier in Köln geradezu kultisch verehrt. Und ich sage nur zwei seiner erfolgreichsten Produktionen. Mit dem einen hat er vor vielen Jahren hier in der sogenannten Filmdose angefangen. Geierwalli, auch als Film sehr erfolgreich. Oder Sissi, Beuteljahre einer Kaiserin. Er hat extra für uns seinen Urlaub verschoben. Er ist heute Abend hier bei uns. Herzlich willkommen, Walli Bockmeier. Ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, aus Tarzan. Das ist aber süß. Eine Schneekugel. Ja. Tarzan, das ist deine aktuelle Produktion? Ja. Ja, da hattet ihr Sommerpause. Bist du so empfindlich? Nee, man hat mir gesagt, dass es immer sehr warm wäre. Und da habe ich so vorsichtig das mitgenommen. Können wir das hier lassen? Denn wir haben viele Gäste. Also die ja, ich lasse das gerne hier. Ja, das sieht aber süß aus. Ja, hast du, ist auch ganz toll. Willst du mal probieren?
Du benutzt es nur als Ventilator. Nur. Ja. Hast du denn ausschließlich? Hast du denn einen, lass es uns teilen, hast du denn einen Hang zu so kleinem Schnickschnack, zu Nippes und so? Zu jeder Art von Kitsch. Ist das auch in deiner Wohnung so dominierend? Nee, gar nicht so. Nee. Aber ich bin fasziniert von. Hauptsache aus Plastik. Das ist das Entscheidende. Ja. Also bloß keine Naturmaterialien. Och, so. Das schon auch, aber es ist schon schön. Guck mal, das ist doch wunderbar. Das ist so toll. Das ist süß. Wir haben mit Freunden gehört, dass du extra deinen Urlaub verschoben hast. Du wolltest nach Miami. Ja, du, wenn ich schon mal hier sein darf, dann habe ich das um 2 Tage verschoben. Das klingt das ein leichter Vorwurf. Das war mir eine Ehre. Nee, wunderbar. Ja. Wieder nach Miami wär's gegangen? Ich fliege immer nach Miami. Ja. Hast du da ein Haus? Nee. Bist im Hotel? Ja. Liegst du einfach nur auf der Terrasse oder bummelst? In der Regel bin ich immer in Miami und schreibe meine neuen Stücke. Ja. Und ich habe jetzt im Sommer war ich 10 Wochen da habe ich 3 neue Stücke geschrieben. Und jetzt fahre ich halt nur 8 Tage Urlaub. Ja. Warst du auch das war die Zeit, als Versace erschossen wurde? Ja. Hat man da was mitgekriegt, so als normaler Tourist? Ja. Waren die Leute hektisch? Ich war 7 Stunden im Auto eingesperrt, beziehungsweise ich durfte aus dem Auto nicht raus, weil das Hotel war unmittelbar in der Nähe von diesem Hausboot, wo der sich erschossen hatte. Und ich bin da ungefähr 10 Minuten vorher reingefahren zum Hotel. Und dann war alles abgesperrt von Polizei. Man durfte nicht aus dem Auto raus, weil man der Annahme war, dass der jemand Neues umgebracht hat. Man wusste ja nicht, dass es Selbstmord war. Ach so, auf dem Hausboot. Und dann saßt du 7 Stunden im Auto. Leicht tropisches Klima. Bei der prallen Hitze. Ja. Gott sei Dank hatte ich vorher frisch getankt und hatte immer die Klimaanlage an. Man durfte auch nicht aus dem Auto raus. Hast du was zu trinken dabei wenigstens? Auch nicht. Das ist ja reinste Folter. Ich habe überlebt. Ja. Ja, und dann hast du noch ein bisschen Urlaub gemacht auf Gran Canaria. Nee, das war ganz anders. Ich weiß auch, was du anspielst. Um diese Geschichte zu erzählen, muss ich kurz ausholen. Damit man das kapiert, weil es wirklich eine schrille Geschichte ist. Ja. Da war ich auf La Gomera im Januar mit meiner Lieblingsschauspielerin Cissi Herr, für die ich ja immer alle Stücke schreibe. Und in Tarzan ist es so, dass die spielt ja nicht Chain und Tarzan ist auch nicht im Stück eigentlich, sondern es ist so, dass die ein Reisebüro hatten, die verkauft Trips nach Afrika mit Tarzan. Mhm. Und da gibt es ein Schauspieler-Ehepaar, die Familie Breuer, die das spielt. Das kommt doch im Stück als Video vor. Das führt sie den Kunden vor und dann buchen die Reise. Ja. Und das spiele ich Herrn Breuer. Also ich spiele Tarzan, der Schauspieler Herr Breuer. Ja. Und wir hatten kein Geld, um eine Chain mitzunehmen. Und dann habe ich gesagt, also lass uns bitte eine diese berühmten Puppen kaufen. Die weiß, welche ich meine. Du meinst diese Puppen, die diese manche Leute als... Ja, die... Mach mal. Ja, ja, genau. Oh. Also... Und diese Puppe, die spielt also die Jane in diesem Film. Und ich bin wieder zurückgeflogen, volle Maschine und macht auch den dummen Fehler, weil die Reiseleiterin sagt, also in Spanien ist das alles anders, das EWG, sie können Zigaretten mitnehmen, so viel sie wollen. Ich habe das geglaubt, kaufte auch gleich 16 Stangen, ich hatte so viel Platz im Koffer, plus diese berühmte Puppe, ja. Und komme als am Zoll an, gehe sofort bei Grün, weil scheint ja nichts zu verzollen. Ich dachte, ja, ich bin irgendwie. EG, normales EG. Klar, und dann sagte der Beamte, haben Sie was zu verzollen? Ich sage, nein. Das sagt er, schön, dann kommen Sie mal bitte zur Seite und machen Sie Ihren Koffer auf. Und dann hatte ich den Koffer aufgemacht und da, ganz oben drauf lag halt diese Puppe. Ja, diese. Und ich war auch noch Puppe. Und ich war noch der Erste quasi, der aus der Maschine, der Koffer kam. Und jetzt klappte der den Koffer so auf, und, also aufgeklappter Koffer, und legt also diese Puppe drüber. Aber man muss dir vorstellen, der Kopf nach hinten, die Puppe hing also quasi so unten. Und es war. Und es war mir so peinlich, also heute kann ich Gott sei Dank drüber, aber es mir war das so peinlich, weil natürlich alle 360 Passagiere, die sind natürlich an mir vorbei. Sehen? Und nee, aber die macht immer so. Wirklich? Ehrlich. Und dann irgendwann, es waren erst mal 3 Beamte und zum Schluss waren es 16 Beamte und ließen mich wirklich da stehen, bis alle da vorbei waren. Und jetzt habe ich gedacht, soll ich jetzt erzählen, was mit der Puppe passiert? Also wenn ich das tue, dann denken die auch.
Ja. Ne? Ja. Lass dich was einfallen. Da dachte ich, nee, lass es halt mal lieber sein. Ich zog halt schnell meine Sonnenbrille auf. Und die waren halt alle, ich hoffe, dass jetzt viele Leute das sehen, die in der Maschine waren, weil für die war ich ja quasi jemand, der, endlich haben sie mal jemanden gesehen, der mit so einer Puppe reist. Der da auch offen sozusagen damit reist. Ja, ja, ich konnte ja nichts machen. Und ich dachte, wenn ich denen das erkläre, warum ist diese Puppe da drin, die denken nur, der lügt. Natürlich. Klar, 16 Stangen Zigaretten. Ja. Bist du so ein starker Raucher? Ja. Wie viel rauchst du so am Tag? 2-3 Packungen. Gar keine Angst vor irgendwelchen? Nee. Da bist du so fatalistisch. Ich war vor einem Jahr beim Arzt und der hat meine Lunge geröntgt und die ist angeblich jungfräulich, was immer es auch heißen mag. Jungfräulich? Jungfräulich. Ja. Nee, ich bin sehr starker Raucher. Ja, das ist also 3 Schachteln pro Tag, das ist schon ganz schön heavy. Ich rauche aber gerne. Ja, ne, ja, das ist ja, wenn man dazu steht und so weiter, dann ist es wahrscheinlich auch für den Körper, er merkt, jetzt kommt eine Ladung, aber ich will es so. Das, ja, ist, das ist dann was anderes, als wenn man mit einem schlechten Gewissen raucht. Nee, das tue ich nicht. Ne? Stimmt es, dass du so ein starker Schnarcher warst? Ich war ein sehr starker Schnarcher und habe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, habe ich mir das Zäpfchen rausoperieren lassen. Von einem, dem berühmten Schnarchprofessor in Köln. Und da gibt es einen bestimmten Schnitt und das Zäpfchen ist weg. Man braucht das Zäpfchen auch gar nicht. Wirklich? Nee, man weiß bis heute nicht, für was das Zäpfchen gut ist. Ist es vielleicht so ein Relikt? Und es ist besser geworden. Jetzt schnarchst du auch weniger? Ganz wenig. Und du merkst auch nicht, wenn du isst oder schluckst? Nein. Du kannst jetzt alles schlucken. Man kann einfach das Zäpfchen so auch. Du hast kein Reizgefühl mehr. Durch das. Ach so. Du kannst alles schlucken. Hat sich dein Leben dadurch verändert irgendwie, seit das in keiner Weise. Nee. Ja, insofern, dass es mir besser geht. Ja, das Schnarchen ist weg. Das, du wirst ja hier du in Köln wirklich, ja, genau, man wacht nämlich immer wieder auf und ohne dass man es eigentlich merkt, also der Schlaf doch, ist nicht so tief. Schon. Wenn man schnarcht dabei, ja. Wenn du so stark schnarchst. Ja, man merkt, wenn der Partner irgendwie sagt, ich schlaf alleine, der merkt das nicht. Du schläfst alleine? Mhm. In einem breiten Bett? In einem großen Futon, ja. Divanart. Futon? Ja. Und rollst du das eigentlich morgens immer wieder ein? Nein, nee, das bleibt. Das bleibt. Die Zeit des Futons ist ja insgesamt ein bisschen vorbei, ne? Das macht doch nichts. Es ist gesund und bequem. Ist es das wirklich? Ja. Die Milben haben irgendwie kürzere Wege, hätte ich dadurch gedacht, oder? Ich wollte auch mal eins sagen. Ja, super. Du wirst ja hier in Köln wirklich kultig, kulthaft verehrt. Und man sollte mal wirklich den Zuschauern in Deutschland sagen, du hast ja Stars, die heute jeder kennt, wie Dirk Bach und wie Veronika Ferres, entdeckt. Die haben bei dir so die ersten Schritte auf der Bühne gemacht. Ja. Wie kam es zum Beispiel zu einer Begegnung mit Veronika Ferres? Froni hat sich eigentlich bei mir vorgestellt. Die wollte unbedingt auf die Bühne und spielen. Und ich suchte eine Münchner Geierwalli und dann war sie das. Hat ein Vorsprechen gemacht? Ja? Ja, ein Vorsprechen und die ist halt sehr begabt. Aber ich glaube, dass jeder hat eine Begabung. Glaube ich schon. Ich glaube, wenn, dass man jeden auf die Bühne stellen kann. Ich arbeite ja sehr viel mit Laien. Ja. Und du musst halt nur gucken, was sie am besten können. Und das, was sie nicht können, lässt du halt weg. Du darfst sie nicht dazu zwingen, das zu machen, weil das geht halt nicht. Die Stärken fördern und das andere. Das klingt ja fast nach Montessori. Ist es aber nicht. Ja, aber das ist richtig, da kommen die Leute irgendwie so richtig befreit raus. Wir haben gehört, Heribert Fassbinder, seine Mutter war so stolz, obwohl sie ihn gestern nicht erkannt hat. Und ist deine Mutter auch stolz auf das, was du machst? Das denke ich schon, klaro. Ja, sagt sie das auch manchmal oder erzählt sie es irgendwie so? Oh nee, die macht sich eher Kummer. Die denkt immer, ich mache zu viel und so wie halt Mütter sind. Ne? Ja. Aber es ist schon stolz. Aber du bist ein Workaholic, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja, total. Ja? Jetzt machst du ein bisschen Urlaub in Miami. Und das Stück heißt Tarzan und die haben immer noch so einen... Wo die Datteln rappeln. Wo die Datteln rappeln. Mhm. Also es ist immer noch so ein kleiner Untertitel, jedes Stück hat einen kleinen Untertitel. Ich habe jetzt auch in Miami das neue Folgestück geschrieben, das kommt nächstes Jahr. Wie heißt das? Das heißt La Camelia, die Binde des Schicksals. Wally Bockmeier, ich habe ein Geschenk für dich. Nicht, was du denkst. Nein. Ist das was für dich, ein Plüschtier? Ja, das ist was ganz Süßes. Das ist toll. Oder? Das ist für dich. Okay. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Unser Nachbar von gegenüber, Wally Bockmeier. Da haben Sie schon gesehen, Manessia, seine Frau, die ganz dick eingestiegen ist ins Filmgeschäft. Kürzlich hatte ihr neueste Film Premiere, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Heike Makatsch.
Das kann man so sagen, ne? Du bist jetzt... Ich hab dir nicht gehört. Ja, du bist, ich hab gesagt, du bist ganz groß ins Filmgeschäft eingestiegen jetzt. Groß oder klein oder mittel oder einfach eingestiegen? Intensiv. Es hat ja angefangen mit der Männerpension. Und war das auch von deiner Seite aus so ein Versuch, wo du sagst, das probiere ich mal? Und wenn es mir Spaß macht, wenn es läuft, dann mache ich weiter. Ja, es war eigentlich eher so, dass ich mir dachte, oh, ich würde gerne mit Detlef Buck zusammenarbeiten. Ja. Aber ich dachte mir, wahrscheinlich werden mir es eher alle übel nehmen, dass ich erst mal im Fernsehen die ganze Zeit Videos ansage und dann auch noch mal ins Kino gehen zu müssen. Und da hatte ich dann das Glück, dass alle eigentlich die Männerpension ganz gerne mochten. Also nicht alle, aber viele. Ja. Und dass ich deswegen dann viele Drehbücher zugeschickt bekomme. Und dann habe ich mir plötzlich überlegt, naja, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken darüber machen, ob ich noch mal sowas machen möchte, weil es ja Spaß gemacht hat. Und dann habe ich es halt noch mal gemacht. Und der Film ist ja gerade im Kino. Und habe noch einen anderen gedreht, der kommt im Februar ins Kino. Und fängst bald wieder an, noch mal einen dritten. Genau. Also eigentlich drei Filme im Grunde in einem Jahr, ja? Das sind dann zwei Filme in einem Jahr. Der andere, den habe ich ja letztes Jahr gedreht. Ja. Aber es sind immer so ungefähr zwei Filme in einem Jahr. Aber das ist ja schon fast vom Arbeitsaufwand her wie bei Departieu, ne? Der wirklich aus einem Film raus und in den nächsten. Nee, so ist es nicht. Das kann nicht man so schlimm. Nicht sagen. Also ich hatte dieses Jahr gerade mal 15 Drehtage. Und werde jetzt noch mal 10 haben oder so. Es ist also wirklich ein Rentnerjob eigentlich. Na, aber es sind ja alles Filme, die stark auf deine Person abgestellt sind und die auch stark in der Werbung auf dich bauen, ne? Nein, auch nicht. Nee? Nein, weil bei Obsession ist das bestimmt so. Aber der nächste Film, der rauskommt, da ist Maria Schrader in der Hauptrolle und Juliane Köhler. Und dann der andere Film, den ich jetzt bald drehe, da ist Franka Potente eher die Hauptrolle. Ja. Und deswegen ist es nicht immer so, dass es nur auf mich fokussiert ist. Jetzt hast du schon gesagt, der Film heißt Obsession. Ja? Mhm. Manche sagen auch Obsession. Also nein, Obsession? Er heißt Obsession. Nein, weil er spielt in Frankreich zum Teil. Zum Teil ist er in Paris. Und, du bist eine Frau zwischen zwei Männern. Ja, zwischen Franzose und Engländer. Yes. Mhm. Und wir schauen ein paar petite Ausschnitte aus dem Film Obsession. Ja. Deutsche. Ihr habt auf Englisch gedreht? Auf Englisch gedreht. Deswegen hat man vielleicht jetzt auch gerade gesehen, dass der Mund nicht 100% synchron war mit dem Deutschen, weil ich ja das Deutsche nachsynchronisiert habe. Wie war das für dich, sowohl das Drehen auf Englisch als auch dich dann selber zu synchronisieren? Also das Drehen auf Englisch, das geht eigentlich, weil man denkt ja oft so als Zuschauer, dass man sich den ganzen Text merken muss des gesamten Films, aber es sind ja immer nur Schnipsel von, weiß ich nicht, 6 Sätzen oder so. Und deswegen kann man sich auch die auf Englisch merken, wenn man so einigermaßen aus der Schule gelernt hat. Und mit dem Synchronisieren, das war schon, da dachte ich mir zuerst, oh Gott, das kriege ich niemals hin. Hast du zum ersten Mal gemacht? Ja, bei Männerpension habe ich auch so 2 Sätze mal nachsynchronisieren müssen. Also den ganzen Film? Den ganzen Film und dann auch emotionale Szenen irgendwie dann nochmal zu reproduzieren in so einem dunklen kleinen Studio, ohne einen Partner, mit dem man da spielt. Dachte ich zuerst, wäre irgendwie fast ans Unmögliche grenzend, aber dann funktionierte es. Das läuft dann so runter, ne? 3, 2, 1 und dann muss man genau in der Stimmung sein. Ich stelle mir so unglaublich schwer vor. Ja, das ist auch zum Teil sehr schwer. Manchmal dann muss der Regisseur, der ja auch dabei sitzt, dann auch warten und dann sagst du, Moment. Um diese Stimmung hinzukriegen. Und dann jetzt. Und dann müssen sie es ganz schnell machen. Manchmal ist sie dann bis dahin schon wieder weg, die Stimmung. Ja, das ist, das Schwierigste sind ja eigentlich die Sätze, kann ich mal eine Tasse Kaffee haben oder so. Also diese ganz beiläufigen. Nee, das hört sich zwar gut an, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Also die Schweren sind schon die, wo man wirklich emotional ist. Und Antoine, warum hast du mich verlassen? Warum oder so? Hast du das getan? Ja. Wie heißt dein französischer... Pierre. Wie denn sonst? In England heißt John. Also das ist Nein! Ja. Du bist zwischen der zwei Männer und kriegt dich einer am Schluss. Mit wem bist du eigentlich zusammen? Ja, das werde ich natürlich jetzt nicht erzählen. Kannst du nicht verraten. Das kann ich ja nicht verraten. Aber eigentlich bin ich mit Pierre und John ist aber mindestens genauso attraktiv. Und sie kann sich halt einfach nicht entscheiden. Und was ist das für eine berühmte Sequenz, von der so viel geschrieben und gesprochen wird, in der du mit einem Seiltänzer über die Niagarafälle gehst? Ja, also
Ich glaube, dass Peter Sehr, der Regisseur, gern gehabt hätte, dass ich so in der Presse und in der Öffentlichkeit verlauten ließe, ich wäre wirklich über die Niagara-Fälle gegangen. Aber ich bin so ein verdammt ehrlicher Mensch, dass ich das einfach nicht hinkriege. Und also wir haben es natürlich in einem Studio gemacht, aber immerhin war das Seil, auf dem wir gegangen sind und wo der Seiltänzer mich dann auf seine Schultern packte, um dann halt diese Stange zu nehmen und darüber zu gehen, ungefähr 5 Meter hoch. Über den Boden? Über den Boden. Ohne Netz? Naja, mit so Kisten. Also ich habe das auch nicht verstanden. Die haben da allen Ernstes irgendwie so Aldi-Kartons da drunter getan. Kartons? Da habe ich gesagt, hallo, das ist aber irgendwie nicht besonders weich da unten. Und dann gesagt, das wäre das Beste, um darauf zu fallen. Weil da ist Luft drin und das sackt dann so zusammen. Und es wäre einfach besser als eine Matratze. Aber ich glaube, es war einfach nur billiger, ehrlich gesagt. Ja, aber ich glaube, ich verstehe nichts von Physik. Aber wahrscheinlich hat es schon damit zu tun. Du bist aber nicht runtergefallen. Ich bin nicht runtergefallen. Wow. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen nicht runtergefallen, weil ich auch nicht eine Sekunde dran geglaubt habe, dass ich runterfallen würde. Das ist es. Mhm. Und dann hat man das sozusagen getrickst im Film. Genau. Und es sieht dann so aus, Blue Box, als ob wir ne? Hinten über alles die Niagara blau und dann kann man da die Niagara-Fälle filmen. Und das war ein natürlich ein großer Künstler, der Seiltänzer, der ist wirklich mit dir da drüber gelaufen. Der ist Matthias Traber. Ein paar Mitglieder seiner Familie sind auch schon vom Seil abgestürzt und sogar auch schon gestorben. Aber er noch nicht. Ja, es ist nicht so witzig. Toi, 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 halt so ein Weinbruch. Das stelle ich mir, ich würde das auch mal gern probieren. Das kriegst du niemals hin, Harald. Wie schultert der dich denn? Können wir das nicht mal probieren? Also du möchtest gerne, dass ich auf deine Schultern krabbel. Ja, du bist so, steht er mit mir hier drauf auf. Ja, und du bist so groß, ich weiß nicht genau. Wie bist du denn immer auf seine Schultern gekommen? Also man könnte es zum Beispiel so versuchen, dass ich mich hier drauf stelle. Ja. Und du musst dich aber schon knien vor mich. Ja. Musst dich vor mich knien. Und dann muss ich aus den Knien aufstehen? Ja, Logo. Also ich meine, du bist doch ein kräftiger Mann. Das, die Bandscheiben. So. Also. Ja. Funktioniert doch. Und jetzt habe ich die... Und jetzt über Seil gehen auch das noch. Ist der Balancestange. Wie kommt er jetzt denn elegant wieder runter, Heike? Ja, das musst du mal die Kameramänner fragen, weil ich muss jetzt ja sozusagen mein Bein über deinen Kopf schwingen oder richtig, so. Ja, dass richtig. Wir das nicht von der Kamera abgewandt machen aus Versehen. Ah, nee, ich meine... Nein, da dreh dich mal willst so. Willst du hier auf den Schreibtisch steigen? Auf den Tisch? Okay, wenn ich das darf. So, Moment. Aber du bist natürlich nicht sehr schwer und vor allen Dingen, du hilfst natürlich mit, indem du... Ja, man muss so sein inneres Gleichgewicht finden, aber das mache ich ja jeden Abend, wenn ich zu Hause meditiere, sowieso. Das machst du jeden Abend? Nein, das war... Nein. Jetzt gehst du gleich wieder nach Spanien, da machst du einen Film mit Doris Dörrie. Ist das so kurz unmittelbar danach? Das ist jetzt demnächst. Das ist ungefähr so in 3 Wochen fangen wir an zu drehen. Und da spielst du die Tochter von Senta Berger? Genau. Wo mir schon manche gesagt haben, Mama, du siehst doch überhaupt nicht aus wie Senta Berger, wie soll das funktionieren? Aber wir werden, glaube ich, meine Haare ein wenig rot tönen und dann kriegt man das irgendwie schon hin. Ja, aber ich meine, es gibt doch viele Kinder, die ihren Eltern nicht ähnlich sehen. Also das ist doch eigentlich... Eben. Ja. Und man weiß auch nie genau, woher das kommt und vielleicht ist das ja auch eines der Geheimnisse des Films. Dann. Ja, das Warum? Ist ja auch filmisch zu machen. Ja. Ne? Und musst du dann Spanisch sprechen? Verliebst du dich in einen Antonio Banderas-Typ oder wie? Ja, ich muss Spanisch sprechen. Hast du schon gelernt? Vas a amarme cuando vuelvo de Alemania. Mascha. Ist hier in Spanien. Was war das? Wie heißt das? Vas a amarme cuando vuelva de Alemania. Ich bin die neue Bedienung aus Deutschland. Oder was heißt das? Was heißt der Satz? No. Das heißt, pero ayer. Pero ayer? Woher kommst si du? Si lo sabias. Nein, das heißt... Ah, das ist schon Text? Ja, das ist das schon... Das machst du aber gut. Das hast du so einen verzweifelten Ausdruck gerade gehabt. Ja, was war das? Ja, das hieß... Was aber gestern, das? Da hast du es dann noch gewusst. Ah, si. Und das heißt... Eike. Ich will jetzt ja noch nicht schon die ganzen Texte stellen. Aber du hast es gut gemacht, so auf Anhieb. Und dann, das war sofort da in deinem Gesicht. Das war großartig, dass du hier warst. Danke, schön, danke. Viele Glücke. Und Volkswagen heißt auf Spanisch Bollerbacken. Bollerbacken, ja, okay, ich werde es bemerken. Ja, toi, okay, danke, Heike Makatsch. Morgen haben wir uns das. Alexandra Beck und Roland Kaiser. Morgen Abend, gute Nacht. Sehr, sehr gut. We'll be right back.